Axel, du willst immer Relevanz für unsere kleine Show. War es heute relevant? Ich fand es heute sehr relevant. Es war fast schon zu relevant. Ich hätte es irgendwie fast, es war sehr kompakt. Wir hätten heute 3 Stunden gebrauchen Es können. ist zum ersten Mal so wie in den richtigen Polit-Talkshows, dass man am Ende trotzdem mit den gleichen Fragen da steht wie am Anfang. Aber trotzdem war es sehr interessant und verschiedene Meinungen zu hören. Was ich zwischendurch dachte, wir haben Mike irgendwie nicht so richtig gut vorgestellt. Irgendwie war mir gar, also ist, glaube ich, gar nicht so richtig klar geworden, was macht er heute. Dafür hat er sich aber mit allem, was ihn ausmacht, in dem, was ihn heute bewegt, wiederum sehr präsent in der Runde eingebracht. Wir haben einfach ein bisschen angebohrt, was ihn alles ausmacht, das wird die Nachwelt erfahren. Das werden wir heute nicht mehr erfahren, das kriegen wir nicht mehr untergebracht. Politiker in der Runde hatten wir auch noch nicht. An sich auch ein schwieriges Thema. Also, Aber hattest du sehr, Angst? nee, ich hatte keine Angst, weil, nee, ich hatte keine Angst. Es war so ein bisschen, an so manchen Punkten war der Druck etwas höher. Ich wurde vorher gefragt, wer ist der zweite Gast? Ich konnte es nicht so richtig sagen. Natürlich möchte ein Politiker das wissen, beziehungsweise auch der Stab des Politikers. Ich fand es aber sehr, sehr besonnen, sehr professionell, sehr ruhig und sympathisch. Ich hatte auch nur Angst vor klassischen Politikerfloskeln und vor einem vorgetragenen Wahlkampfprogramm. Aber ehrlich gesagt, man musste sich es nochmal angucken, aber ich glaube, da war eigentlich nichts Gar drin. nicht, Nee, 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 nee. fand ich gut. Das war ein bisschen echter als Anne Will, oder? Ja. Ja. Das zumindest Zumindest echter war. das. Zumindest So, echter. wie war es für euch? Ja, okay. Also ich fand es hervorragend. Also das war einer der Punkte, der mich auch wirklich interessiert hat, war die Politiker hier zu sitzen. Kommt man nicht alle Tage hin. Und ich wusste nicht, was mich erwartet, aber ich liebe Talk, wie man sieht. Und vielleicht ist auch gerade dieses Angebot zu werden manchmal interessanter und besser als ja, Programm abzufahren, was man sich vielleicht überlegt hat vorher aus einer Echo Chamber heraus. Und das hat für mich einen Abend ausgemacht. Hervorragend, ja. Ja, für mich war es überraschend. Ich konnte mich überhaupt nicht in diese Situation versetzen, in der ich dann hier letztlich war. Und ja, ich habe es wirklich gerne gemacht. Und ich hoffe, ich habe auch was dabei gelernt. Das werde ich die nächsten Tage einfach erfahren. Okay, super. Bis nächste Woche.